Und damit willkommen zurück, liebe Leute, das nächste Transfergerücht am heutigen Tag. Und das hat mich fast von den Socken gehauen. Und zwar handelt es vom 1. FC Köln. Und die haben ja ein Talent dieses Jahr gehabt, das gut in die Saison gestartet ist, dann so ein bisschen mitgeschwommen ist. Und ja, wir reden über den U20-Nationalspieler Yannick Gerhardt. Dessen Marktwert beträgt 1,5 Millionen Euro und niemand Geringeres als Benfica Lissabon hat da Interesse. Und ja, portugiesischer Meister Benfica Lissabon, und die wollen 8 Millionen für Gerhard zahlen. 8 Millionen, ich finde das fast ein bisschen krass viel, ne? Also 8 Millionen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, jo, war schöne Zeit und tschüss. 1,5 ist der Marktwert, klar, der Marktwert nicht viel zu sagen, aber 8 Millionen, ey, wann kriegt der erste FC Köln schon mal ein Angebot für 8 Millionen? Zu Yannick Gerhardt, er ist 20 Jahre, 1,84 groß, kann im zentralen Mittelfeld oder im defensiven Mittelfeld spielen, hätte aber, glaube ich, auch keine Probleme damit, auf den Außen zu spielen. Marktwert 1,5, haben wir schon gesagt. Und starker Fuß ist der linke, bestritt die Saison 29 Spiele, erzielte 3 Tore und bereitete 4 vor. Und im DFB-Pokal 2 Einsätze ohne Tor, ohne Vorlage. Ja, meine Frage an euch, denn jetzt seid ihr wieder dran. Wäre Yannick Gerhardt einer, der den portugiesischen Meister Benfica Lissabon vorantreiben würde? Meint ihr, an dem Gerücht ist was dran? Und ja, auch eure Meinung zur Ablöse würde mich sehr interessieren, weil 8 Millionen bei einem Marktwert von 1,5 ist schon wirklich krass überzogen. Glaubt nicht, dass der sich bei Benfica überhaupt durchsetzen kann, weil er ist jetzt bei Köln auch nicht sonderlich aufgefallen, wo man sagen würde, jo, der hat auf jeden Fall Zeug für mehr. Aber naja, einfach mal eure Meinung schreiben, das würde mich interessieren. Außerdem Interesse haben wohl Fulham, Liverpool und Milan, aber das muss man alles mit Vorsicht beachten. Wie gesagt, das sind nur zarte Gerüchte. Wenn ihr sonst noch Transfers habt oder Gerüchte, die euch interessieren, die ich noch nicht vorgestellt habe, dann bitte ab in die Kommentare, genau jetzt. Ja, du, jetzt. Trau dich, keine Angst. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Hilfakti. It. Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford. Knockout takes, Almunia saves, knockout follows in, and...